herzlich willkommen bei Prof de Panam, dem Kanal mit Lernvideos zur französischen Grammatik, Geschichte und Landeskunde. Hier nun Teil 6 unserer kleinen Reihe zum Thema Verben. Wir behandeln hier die Angleichung der Partizipien reflexiver Verben. Dies ist ein relativ komplexes Thema, deswegen fangen wir nochmal an, indem wir die Angleichungsregeln der Partizipien bei zusammengesetzten Zeiten wiederholen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Kategorien. Einmal die Verben, die die zusammengesetzten Zeiten mit dem Hilfsverb être bilden. Das ist der etwas einfacher Fall. Hier wird das Partizip nach Numerus und Genus nach dem Subjekt angeglichen. Ein Beispiel: Elle est partie, also partie mit E, weil elle Subjekt ist und Femininum Singular darstellt. Die Feminin Singular-Endung ist bekannterweise das E. Kommen wir zu der anderen Abteilung. Wenn ein Verb in der zusammengesetzten Zeit mit avoir gebildet wird, gibt es auch eine Angleichung, nur ist es hier etwas anders. Das Partizip gleicht sich nach dem Numerus und Genus, nach dem direkten Objekt an und nicht dem Subjekt. Und zwar auch nur dann, wenn es vor dem Prädikat steht. Beispielsatz wäre hier la photo que j'ai prise. Erstens, das direkte Objekt ist que. Dahinter verbirgt sich la photo und que steht zweitens vor dem Prädikat und deswegen muss an das pri ein e, weil la photo Femininum Singular ist. Deswegen la photo que j'ai prise. Also diese beiden Bedingungen müssen beachtet werden. Das Partizip wird dem direkten Objekt angeglichen und zwar immer nur dann, wenn das direkte Objekt auch vor dem Prädikat steht, ansonsten nicht. Übertragen wir diese Regeln jetzt auf reflexive Verben. Wir müssen zunächst einmal festhalten, eine wichtige Regel, die wirklich keine Ausnahmen kennt, nämlich alle reflexiven Verben bilden die zusammengesetzten Zeiten mit être. Alle. Also restlos alle, wirklich alle. Das ist eher etwas selten, dass es keine Ausnahmen gibt. Aber hier gibt es wirklich keine Ausnahme. Wie ihr vielleicht noch aus meinem letzten Video in Erinnerung habt, ich verlinke euch das auch nochmal gerne in der Infobox oder hier auf einer Karte, auf einer Infokarte, habe ich euch im letzten Mal zwei verschiedene Typen von reflexiven Verben vorgestellt. Ich habe hier nochmal einen Teil aus der letzten Folie übernommen. Es gibt einmal reflexive Pronomen und Verb, die ein Ganzes bilden. Das sind also reflexive Verben, die ohne ein Reflexivpronomen gar nicht existieren. Und von daher sind es die reinen reflexiven Verben. Dabei ist das Reflexivpronomen ohne Funktion. Das bedeutet in diesem Falle, dass wir hier nach den Regeln, die wir eben gesehen haben, vorgehen, wenn es um die Bildung der zusammengesetzten Zeiten mit être geht. Das heißt, sie bilden die zusammengesetzten Zeiten nach den normalen Regeln, die für die Bildung mit être gelten. Das heißt, das Partizip Perfekt wird an das Subjekt angeglichen in Numerus und Genus. Was das bedeutet, in einem Beispiel werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Die andere Abteilung, es sind Verben, bei denen das Reflexivpronomen eine Funktion im Satz übernimmt. Entweder direktes Objekt, also COD abgekürzt, oder indirektes Objekt, COI abgekürzt. Da ist der Fall deutlich komplizierter. Da müssen wir jetzt mal genau darauf aufpassen, dass ihr das versteht. Und zwar sind das ja Verben, die auch im Normalfall auch ohne reflexive Pronomen gebraucht werden können, also einen ganz normalen Gebrauch haben. Und dann sind es transitive Verben. Transitive Verben heißt, sie haben immer ein Objekt bei sich, direktes oder indirektes Objekt. Das heißt, sie können auch nicht reflexiv gebraucht werden. Wenn sie nicht reflexiv gebraucht werden, bilden diese Verben bei den zusammengesetzten Zeiten immer die zusammengesetzte Zeit mit avoir als Hilfsverb.
Und dann gilt, wie wir eben gesehen haben, dass die Angleichung des Partizip Perfekts immer an das direkte Objekt gebunden ist und immer dann, wenn das direkte Objekt voransteht, also vor dem Prädikat steht. Wir schauen uns das jetzt gleich in der, auf der zweiten Folie noch mal ein bisschen näher an. Hier noch einmal der Hinweis, ich übernehme die in der französischen Grammatik üblichen Abkürzungen für direktes Objekt COD und für indirektes Objekt COI. Schauen wir nochmal zu den reinen reflexiven Verben, die nur reflexiv existieren. Beispielsweise das Verb se souvenir. Es gibt es nur als reflexives Verb. Das Verb souvenir gibt es nicht. Also hier, elle s'est souvenue de Paris. Man sieht hier, das E an souvenue ist eine Angleichung, die aufgrund des Subjekts notwendig ist, weil hier die Regeln gelten, wie sie für die Angleichung der Partizipien, die mit être gebildet werden, gilt. Also Angleichung des PPP an das Subjekt. Das ist der einfachere Fall, das kann man sich gut merken, denke ich. Jetzt kommt der kompliziertere Fall. Also, jetzt kommt eigentlich der große Trick bei der ganzen Angelegenheit. Wir haben eben gesehen, es gibt auch reflexive Verben, die eigentlich transitive Verben sind, die auch im nicht-reflexiven Gebrauch existieren. Und das beißt sich ein wenig mit der obersten Regel, die wir eben festgestellt haben, nämlich alle reflexiven Verben bilden das Partizip, bilden die zusammengesetzten Zeiten mit être. So kommt es hier zu einem Tausch. Das heißt, laut der oben genannten Regel wird avoir gegen être ausgetauscht. Allerdings gelten die Angleichungsregeln, wie wir sie für avoir gesehen haben, weiterhin. Sie bleiben erhalten. Und das hat jetzt Konsequenzen für die Angleichung der Partizipien reflexiver Verben, was ja unser Thema ist. Nehmen wir ein Beispiel, das Verb se laver. Es gibt es auch ohne se. Man kann also laver auch nicht reflexiv brauchen. Laver quelque chose, etwas waschen. Zum Beispiel, elle a lavé le linge. Sie hat die Wäsche gewaschen. In diesem Fall ist le linge COD und dementsprechend ist das se bei se laver auch COD. Und wenn man jetzt diesen Satz, das zweite Beispiel nimmt, elle s'est lavé, dann muss das lavé angeglichen werden, weil se, das Reflexivpronomen se, COD ist und gleichzeitig vor dem Verb steht. Und hinter se verbirgt sich natürlich l. Daher kommt an das lavé ein weiteres e. Aber wenn wir jetzt ein anderes Beispiel wählen, das so ähnlich klingt, elle s'est lavé les mains, dann ist der Fall etwas anders. Das COD, das direkte Objekt, ist hier les mains und es steht hinter dem Verb. Daher keine Angleichung. Das se ist, und da eben in einem Satz nur ein COD stehen kann, ist se diesmal kein COD, sondern ein COI, also ein indirektes Objekt. Und indirekte Objekte spielen bei der Angleichung von Partizipien keine Rolle. Deswegen haben wir hier keine Angleichung des Partizips. Vielleicht kann man sich diese beiden Sätze auch einfach merken. Elle s'est lavé mit Angleichung, elle s'est lavé les mains ohne Angleichung, um sich das immer wieder im entscheidenden Augenblick klar zu machen. Fassen wir das nochmal zusammen. Ich habe nochmal die letzte Folie aus dem letzten Video hier rüber kopiert, ein bisschen kleiner. Und zwar gehen wir jetzt mal den anderen Weg. Wir gehen erst über die reflexiven, über die reinen reflexiven Verben, die eben nur als reflexive Verben existieren und bei denen das Reflexivpronomen keine Funktion besitzt. Da ist der Fall einfach. Da gelten die Regeln, wie sie für die zusammengesetzten Zeiten mit être gelten. Also das PPP wird gemäß dem Subjekt angeglichen. Jetzt der etwas kompliziertere Fall, Verben, die auch nicht reflexiv gebraucht werden können, wo das Reflexivpronomen tatsächlich COD oder COI ist. Da müssen wir darauf aufpassen, dass hier die Angleichungsregeln für avoir weiterhin gelten, auch wenn das Verb mit être gebildet wird. Das wird einfach nur ausgetauscht. Das heißt, wenn das Reflexivpronomen ein COD ist,
dann muss eine Angleichung des PPP gemäß diesem COD stattfinden. So, ich hoffe, dass dieses etwas anspruchsvollere und kompliziertere Video jetzt trotzdem hilfreich war, euch einen komplexen Sachverhalt zu erläutern. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es nützlich gewesen ist und nette Kommentare. Bei weiteren Fragen und Anregungen nutzt bitte die Kommentarleiste. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.